Ah, treteten her. Ich habe von euren Abenteuern in den Gräbern gehört. Ihr seid der Spur der gescheiterten Schüler gefolgt. Sie sollten Abtrünnige töten und gepanzerte Droiden zertrümmern. Ihr hattet mehr Erfolg. Genau richtig. Die Minendroiden haben nicht nur die Sklaven beschützt, die sie umprogrammiert hatten, sondern drohten auch die Gräber der Alten zu schänden. Das wäre unverzeihlich gewesen. Deshalb sollt ihr belohnt werden, denn ihr hattet Erfolg, wo andere ihr Leben ließen. Sehr gut. Dankeschön. Level up. Gleich mal zum Lehrer. Endlich eine würdige Schülerin. Das hingekriegt. Bestimmt mit Wagemut, ne? Jupp, mit Wagemut. Okay. Klingt da ganz interessant. So, ja, wir können so auf Seahakun zurückkehren. Ja, ja, bemerkenswert. Wunderbar. Du, Sklavin. Nein, Akolyt. Du hast mir dieses wunderbare Holokron aus Makaragnos Grab gebracht, nicht wahr? Jawohl, ich habe das Holokron gefunden. Unglaublich. 1000 Jahre war es in diesem Grab verborgen. Sith Lords gingen daran vorbei. Und dann fand es eine ganz unscheinbare Person. Sag mir, wie hast du das gemacht? Ich zeige dir jetzt mal was Lustiges. Ich lüge jetzt einfach mal. Ich musste 7 Tukatas opfern und ihre Herzen verspeisen. Wirklich? Wie seltsam. Das habe ich auch versucht, aber es nützte nichts. Was du bisher getan hast, dass du dieses Holokron und den Text aus Tulak Horts Grab herbrachtest, fasziniert mich. Ich beobachte deinen Fortschritt mit Interesse. Ich setze große Hoffnungen in dich, Akolyt. Sehr große sogar. Harkun scheint Fuhn zu bevorzugen. Harkuns einzige Aufgabe besteht darin, die Schwachen auszusortieren. Darüber hinaus ist seine Meinung unbedeutend. Viel Glück, Akolyt. Viel Glück. Jo, interessant, dass er hier einfach mal die Herzen von Tukatas gegessen haben. Lecker. Echter Leckerbissen bestimmt. So, hier, Arsch, ich hab deine Schriften. Ich wollte gerade Phone losschicken. Was hat dich aufgehalten? Also, zuerst wollte mir Lord Zash sagen, wie unglaublich ich bin. Dann unterhielten wir uns und ich habe wohl die Zeit vergessen. Spar dir deine Märchen. Lord Zash würde dich wie einen Giska zertreten, wenn sie dir jemals begegnen würde. Du bist ihrer Anwesenheit nicht würdig. Also, hast du den Text aus Tulak Horts Grab? Natürlich. Ich war brillant wie immer. Gib ihn mir. Zweifellos ist er schwer beschädigt. Was haben wir davon, wenn wir einen wertlosen Fremdling die Arbeit eines Sith tun lassen? Richtig, Fawn? Worauf warten wir, Aufseher? Warum erledigen wir dieses Insekt nicht hier und jetzt? Du hast eine große Klappe, aber kein Kampfgeschick. Ich will dich erst dann wiedersehen, wenn du die Korriban-Ausbilder zufriedengestellt hast. Das Trainingsgelände befindet sich im 1. Stock der Akademie und ist normalerweise nur den dunklen Lords und ihren Schülern vorbehalten. Das ist keine Beförderung. Und du wirst da oben mit niemandem sprechen, außer mit deinen Ausbildern. Verstanden? Du bist der Anwesenheit von Sith nicht würdig. Das entscheidet jemand anderes. Fordere dein Glück nicht heraus. Ich könnte dich von vorn in Stücke reißen lassen. Begib dich jetzt zum Trainingsgelände im 1. Stock. Ich würde die Ausbilder nicht warten lassen. Ah, wieder nett wie immer, der liebe Harkun.
So, dann gehen wir mal ins Trainingsgelände. Das ist aber nicht unserer hier. Schade, konnte ich jetzt nicht gucken, von wem es ist. Dadam, dadam, auf zum Trainingsgelände in den ersten Stock. Wo ist es denn da drüben? Seid gegrüßt. Ihr erinnert euch doch an meinen Bruder und mich. Wir waren bei Hakun. Tut mir leid, dass es so enden muss. Uns gefällt das auch nicht besser als euch. Zumindest nicht viel besser. Ihr wisst doch gar nicht, ob es mir gefällt. Tut mir leid, meine Liebe. Ich konnte euch wirklich gut leiden. Aber wir haben eine Abmachung mit Hakun. Wenn wir euch töten, dürfen wir nach Hause. Mhm. Leider sind die beiden ziemliche Schwächlinge, wie wir gleich sehen werden. Wenn ihr mich töten wollt, versucht es endlich. Es tut mir leid. Wirklich. Sei still, Balek. Die Zeit des Redens ist vorbei. Kämpft um euer Leben, Akolyt. So. Also ihr werdet eh nie Sith geworden, also das heißt, ihr habt mich nicht einmal getroffen, also ich bitte euch, Leute. Ne? Schwupps. So. Auf zu Hakun wieder. Sieh an, sieh an. Endlich tauchst du doch noch auf. Ich dachte schon, du hättest einen dunklen Lord verärgert und wärst von ihm umgebracht worden. Von den anderen ist auch niemand mehr aufgetaucht. Wahrscheinlich sind sie tot. Was bedeutet, dass nur noch du und Fawn übrig seid? Also, was jetzt? Für deine letzte Prüfung wirst du eine alte Karte aus der innersten Kammer aus Naga Sados Grab holen, die schon seit Jahrtausenden nicht mehr betreten wurde. Doch bevor du an die Karte gelangst, musst du einen uralten Attentäter, einen Dashort, erwecken, der in dem Grab schlummert. Ohne ihn kommst du nicht an sie heran. Verstanden? Das lässt sich wohl gerade noch machen. Oh, eine Sache noch. Du wirst mit Fawn um diese Karte kämpfen. Wer sie zurückbringt, wird Lord Zeshs neuer Schüler. Der andere wird sterben. Und da Fawn bereits aufgebrochen ist, gebe ich dir folgenden Rat. Spute dich. Einen Moment bitte. Lord Zesh, was macht ihr hier? Aufseher, wollt ihr mir sagen, dass ich, ein Sith Lord, eure Erlaubnis brauche, um mich frei in der Akademie umherzubewegen? Nein, natürlich nicht, Lord Zesh. Gut. Ich habe die Ankunft des letzten Akolyten gesehen und wollte den Hoffnungsträgern bei ihrer letzten Prüfung zusehen. Wo ist, wie heißt er gleich? Der Rote? Fawn? Er hat seine Prüfung schon frühzeitig beendet und ich hielt es nicht für nötig, ihn warten zu lassen. Schade. Ich bin eben mit der Übersetzung des Textes fertig geworden, den mir dieser Akolyt aus Tulakords Grab gebracht hat. Er ist sehr aufschlussreich. Ohne ihn wird man die Karte nicht bekommen können. Sieh an, sieh an. Gut, dass ich noch nicht losgerannt bin, oder, Hakun? Es ist zu spät. Fawn ist bereits aufgebrochen. Ihr könnt nicht einfach... Einem Akolyten einen unfairen Vorteil verschaffen? Wann war das Sith-Dasein jemals fair, Aufseher? In Ordnung, mein lieber Akolyt. Um den Dashort zu befreien, musst du Folgendes tun. Überall in Nagasados Grab befinden sich Stäbe. Diese Stäbe sind der Schlüssel zu der Kammer, in der der uralte Attentäter eingesperrt ist. Du musst die Stäbe in der Kammertür platzieren und sie elektrisieren. Den genauen Grund kenne ich nicht, aber sicher ist, dass du ohne den Dashort nicht an die Karte kommst. Und sei vorsichtig, er ist sehr gefährlich. Mhm. Ich bin noch keiner Gefahr begegnet, der ich nicht gewachsen war. Ich werde zurückkehren, wenn beide Akolyten wieder da sind.
Ihr werdet nichts mehr tun, was den Ausgang dieser Prüfung beeinflussen könnte. Verstanden? Ja, Lord Zesh. Gut. Und viel Glück, Akolyt. Oh, wie schade. Jetzt haben wir ja doch einen Vorteil gegenüber Phone. Wer hätte es gedacht? Oh, hier eine Creditkiste. Die nehme ich doch gleich mal. So, okay. Ab ins Grab. Auch vorher nochmal zum Händler. Ich muss den Schrott mal verkaufen, den ich noch habe. Den ich noch bei mir rumtrage. Wo ist er denn? Da ist er ja, der Händler, den wir brauchen. Benötigen Sie medizinische Hilfe? Reparieren können wir natürlich auch mal. Und das kann weg und das kann weg. Und jetzt frage ich mich, wo das Ding dahin führt. Hier ist ein Fahrstuhl und der fährt immer hoch und runter. Ich will jetzt mal wissen, was da oben ist. Mal gucken. Ich fahre jetzt einfach mal hoch und gucke mal, ob es da oben was Interessantes gibt. Nö. Doch, eine Kiste. Geil. Hat sich doch mal gelohnt, hier hoch zu... was ein großes Banner. Hat sich doch mal gelohnt, hier hoch zu latschen. Muss ich mir merken, dass es da oben eine Kiste gibt. Gut zu wissen. So, auf ins Grab. Von Nagasado. So, da vorne haben wir eine Quest. Was möchtest du denn, Wachposten? Yashia? Akolyt, kann ich euch einen Moment sprechen? Gewiss doch. Ich danke euch. Ich bin geehrt, dass ihr mir die Freundlichkeit erweist. Da war dieser andere Akolyt. Er ist erst kürzlich in dieses Grab gestiegen und nicht wieder herausgekommen. Er ist dort drinnen gestorben. Der Tod ist nur das letzte Versagen der Schwachen. Ich fürchte, auf Korriban ist das noch wahrer als anderswo. Der Akolyt, der hineingegangen ist, er war von der guten Sorte. Freundlich und offen. Er sagte, er wollte das Grab betreten, um sich seinem Vater zu beweisen. Ich dachte nur, es wäre nett, wenn jemand die Leiche zurückbringen und seinem Vater sagen würde, dass er es nicht geschafft hat. Dann tut es doch selbst, nutzloses Weibsbild. Ich würde dort drin niemals überleben. Und selbst wenn, man würde es mir niemals gestatten, seinen Vater zu sehen. Er gehört zur dunklen Ehrenwache in der Akademie. Nur Sith dürfen den Bereich betreten, in dem er Wache hält. Doch ihr könntet die Leiche finden und zu seinem Vater bringen. Bitte, werdet ihr das tun und den Gefallenen ehren? Die dunkle Ehrenwache sollte besser dafür sorgen, dass sich die Sache lohnt. Ich danke euch vielmals. Wenn ihr die Überreste des Akolyten im Grab findet, lasst es mich wissen. Ich kann euch sagen, wo ihr seinen Vater in der Akademie finden könnt. Viel Glück. Ja, ja. Ja, ja. Nagasados Grab. Yippie. So, und der Typ liegt nämlich gleich hier vorne. Hier können wir gleich nochmal ein bisschen schnetzeln. Toll. So, hier liegt er nämlich. Und dann haben wir hier vorne noch eine Quest. Jetzt bin ich noch Akolyt, aber bald schon bin ich ein Sith. Auch ich werde in der Akademie verabscheut. Ja.
Was meinst du mit Stärke? Ich denke, ich kann helfen. Wenn Pretor wirklich hinter all dem steckt, sollte ich ihm vielleicht auf den Zahn fühlen. Interessantes kleines Wesen. Gut, wir gehen nochmal raus aus Nagasaurus Kran. Weil wir wollen jetzt erstmal die anderen zwei Quests machen. Halt! Hier sind wir doch gleich richtig. Mensch. Ihr habt ihn gefunden? Der arme Akolyt. Ja, ein toter Akolyt. Sein Vater ist Naman Fall. Wie ich schon sagte, gehört er zur dunklen Ehrenwache in der Akademie. Wenn ihr die Überreste des Akolyten zu seinem Vater bringt, wird er sicher dankbar sein. Es kann nie schaden, sich mächtige Freunde zu machen. Ihr findet den Vater des Akolyten vor der Kammer des Rates der Sith. Dort hält er Wache. Jo, alles klar. Mach mal. So, dann wollen wir das noch machen. Dann holen wir Sirons Fleisch. Und ja. Erstmal. Ist mir richtig? Ja, ist immer richtig.